Heute treffe ich meinen Freund, den Mathe-Tiger. Er ist ein echter Spaßmacher und liebt alles, was mit Zahlen und Mathematik zu tun hat. Gemeinsam besuchen wir eine Grundschule im Schwarzwald. Die Kinder sind in der ersten Klasse und kennen ihn aus dem Mathematikbuch. Er schleicht sich an, denn die Kinder wissen noch gar nicht, dass er heute zu ihnen in die Schule kommt. Heute kommt jemand in die Schule, den ihr alle kennt, aber den ihr noch nie gesehen habt. Habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte? Ja, der Mathe-Tiger. Der Mathe-Tiger, genau. Der möchte euch zeigen, wie viel Spaß die Zahlen machen und wie toll Mathematik ist. Ja! Sollen wir den mal rufen? Ja. Okay. War der Mathe-Tiger? Nein. Wo ist der denn? Auf dem Spielplatz. Wollen wir den Mathe-Tiger noch mal rufen? Nein. Wen habt ihr denn da heute dabei? Mein Mathe-Tiger. Ja, hallo Mathe-Tiger. Mensch, das freut mich, dass du mal zu uns kommst und uns besuchst. Wir haben dich schon so oft im Buch gesehen. Schau mal, ich habe sogar einen Koffer dabei. So, Mathe-Tiger, deine Zahlen. Wow. Der Mathe-Tiger ist nämlich ganz, ganz, ganz gespannt, was eure Lieblingszahlen sind. Ja, das sieht fast aus wie eine Brille. Was ist das denn für eine Zahl? Das ist die 8. Und Mathe-Tiger möchte gern wissen, wessen Lieblingszahl die 8 ist. Meine. Deine Lieblingszahl? Warum? Warum ist die 8 deine Lieblingszahl? Weil ich bald 8 wäre. Oh, weil du bald 8 wirst. Wow. Und deine? Weil es so kreise ist. Die hat so schöne Formen, ne? Ja. Ja. Mathe-Tiger, ich glaube, du bist so alt. Ist das richtig? Ich bin auch sieben. Ja? Ich bin auch sieben. Mathe-Tiger ist sieben. Ich bin auch sieben. Mensch, Mathe-Tiger, ganz viele Kinder, die genauso alt sind wie du. Wer weiß denn, wie die sieben richtig gehen? Ja. Genau. So ist es richtig? So. Ja. Nein. Wie ist richtig? So. So? Nein. So? Nein. Ja, zeig dem Mathe-Tiger mal, wie die sieben richtig sind. Wer weiß es? So. So. Ach Mensch, super Mathe-Tiger. Jetzt weißt du Bescheid. Jetzt haben wir eine ganz komische Zahl hier. Die kann man so komisch drehen. Dieses Kreis ist größer als die 9. Ja. Und Mathe-Tiger, was meinst du, was das ist? Gut, so Kinder, heute bekommt ihr noch eine ganz besondere Hausaufgabe. Heute sollt ihr Detektive sein. Ihr seid heute Mittag Zahlendetektive. Ihr sucht Zahlen.
Also, wenn du heute Nachmittag deine Hausaufgabe machst, gehst du raus und schaust mal, wo du überall Zahlen finden kannst. Und in dieses Heft hinein malst du die Zahlen. Der Mathe-Tiger ist noch ganz in seine Zahlen vertieft und denkt gerade noch darüber nach, welches Kind welche Lieblingszahl hat. Dabei merkt er gar nicht, dass die Kinder schon alle loslaufen, um auf Zahlensuche zu gehen. Ja Mensch, Mathe-Tiger, was ist denn los mit dir? Die Kinder sind schon alle weg. Ja, ich weiß, es ist ganz schön aufregend. Aber weißt du was? Die haben eine ganz tolle Hausaufgabe bekommen. Die sind heute Zahlendetektive. Die suchen Zahlen und jedes Kind hat ein Heft bekommen. Du auch. Sollen wir zusammen Zahlendetektiv spielen? Ja? Super, da freue ich mich. Los! Mein Freund, der Mathe-Tiger und ich sind absolut erstaunt, wo wir überall Zahlen finden. Auf der Treppe, auf Straßenschildern, an der Kirchturmuhr, und als Hausnummer an der Häuserwand. Ob die anderen Kinder auch so viel herausgefunden haben? Wir freuen uns über die vielen Zahlen und machen Pause. Tollen Zahlen ihr gefunden habt. Guck mal da, sogar mit Häuschen gemalt. Guck dir das mal an. Mensch, wow. Und guck mal hier, Mathe-Tiger, sogar bunte Zahlen. Mathe-Tiger, das ist toll, ne? Wow. Lea, welche Zahl hast du gefunden? 2, 4, 7, 1, 9, 10. Wo hast du diese vielen schönen Zahlen gefunden? Die habe ich im Katalog gefunden und an der Haustür. Eine gute Idee im Katalog. 3, 5, 9, 2. Wo hast du diese Zahlen gefunden? Bei der Haustiere Nummernschild. Schön. Prima. 1, 2, 5, 7, 12, 8, 8. Wo hast du diese Zahlen gefunden? Bei unserer Hausnummer und bei unseren Nachbarn, bei Jenna und
bei der Straße, da sind noch so Schilder gestanden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wo hast du denn diese tollen Zahlen gefunden? Hört mal. 8, 7, 2, 9, 12, 16, 11, 1, 5, 6, 4, 3. Das sind ja sehr viele Zahlen. Wo hast du diese Zahlen gefunden? An Hausnummern und an Autos. Und weil ihr alle so toll mitgemacht habt und so schöne Zahlen gefunden habt, hat euch der Mathe-Tiger was ganz, ganz Tolles mitgebracht. Und zwar Dschungeltaler! Yeah! Yeah, die Kinder im Schwarzwald haben mit dem Mathe-Tiger viel gelernt. Aber nun macht er sich wieder auf den Weg. Es gibt noch viele Kinder, die er besuchen möchte und wer weiß, vielleicht kommen wir ja schon bald einmal in eurer Schule vorbei.